Die erste Regel beim Investieren ist, verliere dein Geld nicht. Und die zweitwichtigste Regel ist, dass man Regel 1 nicht vergisst. Wenn du etwas für weniger kaufst, als es wert ist, dann kannst du kein Geld verlieren. Warren, was ist das Wichtigste, was ein Investmentmanager braucht? Das Temperament ist wichtiger als die Intelligenz. Du brauchst nicht den größten IQ in diesem Geschäft. Du musst schlau genug sein, um mit dem Auto von hier in die Stadt fahren zu können, aber das ist auch schon genug. Du musst nicht 3D-Schach spielen können. Du brauchst eine stabile Persönlichkeit und Temperament. Es sollte dich nicht sonderlich glücklich machen, ob du mit oder gegen die Masse stehst. In diesem Geschäft geht es nicht um Beliebtheit, es geht um das Denken. Ben Graham würde sagen, du liegst nicht richtig oder falsch, weil dir 1000 Leute zustimmen. Oder du liegst falsch, weil dir 1000 Leute sagen, dass du falsch liegst. Du liegst richtig, weil dein logisches Denken eben richtig ist. Du liegst richtig, weil deine Fakten und dein Denken eben richtig ist. Was sagst du, was unterscheidet dich von 90% der anderen Money Managers in diesem Markt? Ich würde sagen, die meisten konzentrieren sich eben darauf, was die Aktie in den nächsten paar Monaten macht. Und die haben da alle möglichen komischen Methoden, die sie da benutzen. Die denken nicht wirklich, dass sie einen Teil einer richtigen Firma besitzen. Der wahre Test, um zu sehen, ob du investierst wie ein Value Investor, ist so. Frag dich, ob es dich interessiert, ob die Börse morgen auf ist. Es sollte dich nicht stören, wenn die Börse für 5 Jahre oder so schließen würde. Der Ticker zeigt mir nur den Preis an. Und ich kann mir dann ab und zu den Preis angucken und dann sagen, ob es teuer oder günstig ist. Aber der Preis selber sagt mir nichts über eine Firma aus. Firmenzahlen wie zum Beispiel Umsätze sagen mir was über die Firma aus. Aber der Preis einer Aktie selber sagt mir gar nichts. Mir selber wäre es am liebsten, wenn ich den Preis gar nicht wissen würde, wenn ich eine Firma analysiere. Und dann, wenn ich fertig bin, kann ich mir dann angucken, wie nah mein Preis an den Aktienpreis dran ist. Wie kannst du so von Wall Street fernbleiben? Wenn ich an der Wall Street arbeiten würde, wäre ich sicher ärmer. Man wird überstimuliert an der Wall Street. Du hörst da viele Sachen und vielleicht wird dein Fokus kürzer. Und ein kurzer Fokus ist nicht sehr gut fürs Investieren auf lange Sicht. Hier kann ich mich darauf fokussieren, was eine Firma wert ist. Ich muss nicht in Washington sein, um zu wissen, was die Washington Post wert ist. Und ich muss auch nicht an der Wall Street sein, um zu wissen, was Firmen wert sind. Dies ist ein intellektueller Prozess. Und je weniger Störungen da sind, desto besser sind die Ergebnisse. Was ist der intellektuelle Prozess? Zunächst geht es darum zu wissen, in welchem Kreis man kompetent ist und welche Firmen man überhaupt bewerten kann. Und in diesem Kreis der Kompetenz sucht man dann Firmen, die günstig sind. Günstig im Vergleich zu dem Wert der Firma. Und es gibt auch viele Sachen, wo ich mich selber nicht auskenne. Hast du jemals in eine Technologiefirma investiert? Nein, das habe ich nicht. In 30 Jahren investieren, haben sie nie eine gefunden? Nein, ich kenne mich da nicht aus. Was ist mit IBM? IBM, tolle Firma. Aber ich habe da nie investiert. Also hier ist die technische Revolution und sie investieren da nicht drin. Nein, das geht an mir vorbei. Ich muss nicht überall Geld verdienen. Ich weiß auch nicht, was Kakaobohnen morgen machen werden. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber das ist auch okay so mit mir. Ich muss das auch alles nicht verstehen. Ich habe da nicht lange dran gearbeitet. In diesem Geschäft werden uns jeden Tag tausende Firmen angeboten. Und das zu einem Preis, der sich jeden Tag ein bisschen ändert. Und das Beste ist, du musst gar keine Entscheidung treffen, wenn du nicht möchtest. Nichts wird dir aufgezwungen. Es gibt keine Called Strikes in diesem Geschäft. Der Pitcher schmeißt dir Bälle zu und du schwingst, wenn du Lust hast. Im echten Baseballspiel wirst du rausgeschmissen, wenn du zu oft den Ball nicht triffst. In dem Aktiengeschäft gibt's das nicht. Du wirst nicht rausgeschmissen, wenn du nicht schwingst. In diesem Geschäft stehst du da und einer schmeißt der US Steel für $25 zu oder General Motors für $60. Aber du musst nichts machen. Das können tolle Firmen sein, aber wenn du nicht genug über die Firma weißt, musst du gar nichts machen. Und du kannst da stehen und die schmeißen dir tausende Bälle zu und irgendwann siehst du, was perfekt passt und dann schwingst du. Kann es sein, dass ich für 6 Monate nicht schwingen würde? Es kann sein, dass ich für 2 Jahre nicht schwingen würde. Aber das ist doch langweilig. Ja, und die Langeweile ist besonders für Portfolio-Manager sehr schwer. Nicht nur werden sie selber ungeduldig, aber sie haben dann auch Kunden, die schreien, dass sie endlich mal was kaufen sollen. Es ist dann schwer, geduldig zu bleiben. Warren, wie sie das machen, das klingt so einfach. Warum machen das nicht alle so?
Wahrscheinlich, weil es eben so einfach ist. Die Akademiker haben da ihre eigenen Sachen, wie sie Aktien kaufen. Zum Beispiel gucken sie sich die Daten an und denken, dass sie am Dienst, wenn sie am Dienstag kaufen, ist es besser als am Mittwoch. Solche Sachen eben. Oder wenn sie in einem Jahr kaufen, wo Wahlen sind, oder ob die kleine Firmen kaufen. Die haben da allerhand von Daten, mit denen sie was machen können. Aber das wird auch manipuliert. Mein Freund sagt immer, für einen Mann mit dem Hammer in der Hand sieht alles aus wie ein Nagel. Und wenn du dann allerhand von diesen Daten hast, dann benutzt du die halt, aber die sind nicht wirklich wichtig. Wenn ich eine Firma kaufen möchte, denken Sie, das interessiert mich, ob ich die am Mittwoch oder am Dienstag kaufe. Das interessiert mich nicht. Das interessiert auch einen Geschäftsmann nicht, so denkt man nicht. Wieso sollte man dann so denken, wenn man Aktien kauft? Aktien sind nur Anteile einer Firma.